Schildkrötenpanzer. Ich habe übrigens eine Keule mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch mitgenommen habt. Ja. Ja, ja, ich habe auch schon eine mitgenommen. Leertaste, dann. Ach, Ellie, guck mal. Das wird ja sogar angezeigt, wie das geht. Das will ich aber auch mal. Yay. Das wird dir angezeigt, ne, Ellie? Ich weiß nicht, ich hab das nicht richtig, bei mir ging das nicht. Leertaste, und dann linke Maustaste. Wenn ich Leertaste, linke Maustaste, der kriegt das gar nicht so. Hä? Du brauchst halt Anlauf, ne? Genau in die Falle rein. Ja, genau in die Falle rein. Yay! So rum geht's. Ja, du brauchst halt eine gewisse Höhe als Anlaufstrecke einfach. Aber es geht. Cool. Die drei bekloppt auf dem Kinderspielplatz. Ja. Geh weg! Das ist cool. Ich rutsch nicht. Nochmal! Ja, weil ich dich ausgebremst hab gerade. Wollen wir die Wasserspeicher hingestellt? Rückseite. Ja. Da, guck mal. Hui! Und long. Der erste ist fertig. Cool. Ja, das Problem ist allerdings, wenn wir nachher an das große Loch kommen, diese Riesenloch, wo da kilometerweit runter geht hier an der Oberfläche, da kannst du zwar runterrutschen mit dem Schildkrötenpanzer als Schlitten, allerdings kann man sich da auch aus der Welt backen mit. Da fliegst du einfach ins Nirvana raus. Okay. So, ich mach mal hier noch unser Trockenregal voll. Achso, ja, ich habe auch noch. Auch noch keiner das leckere Bein gegessen. Nein. wo hast du jetzt überall die Fackeln platziert? Elli, die zwei und dann? Das war's, erstmal nur die zwei. Und draußen noch eine. Ah, die habe ich schon gebaut. Ich kann noch mal eine bauen hier vorne. Ich baue auch, oder hier drüben hätte ich gesagt, noch eine oder sowas. Standfeuer. Ich mach mal hinten bei unseren Regalen, wo ich springe. Was ist. Ja. Ich bin gerade blöd gesagt, so voll die rauszusuchen. Ellie weiß, wo die sind. Die sind auf der ersten Seite mit dem Lagerfeuer und allem. Ich habe halt keine Stöcke mehr. Hinten liegen noch genug im Lager, deutsch gesagt. Ja. Haben wir noch Stöcke dran? Da hinten im Lager. Neben den großen Stein. Ach, da. Da, sehr gut. Da muss doch viel drinnen sein. Ja, draußen ist noch einer. Auch noch mal dabei, also. Ja, genau, den wollte ich gerade. Hallo? Aber wir können doch so ein schönes. Warte mal. Hallo? Ich glaube, das Lagerfeuer ist kaputt. Ach, jetzt geht's. Strange. Ah, das muss man aber auch immer wieder nachfüllen, ne? Ja. Okay. Ja, aber guck mal, jetzt sieht man jetzt hier mal was. Ich hab doch noch 91 Geldscheine. Kann man doch schön nachfüllen. Alter Bonsen hier. Ja, immer. Kann man keine Totems mehr bauen? Immer. Totems? Ja. Oder bin ich da jetzt vorbei? Können wir noch was Schönes, Sinnloses bauen? Ja, deswegen wollte ich ja gerade gucken nach dem Totem. Ich will noch irgendwas Sinnloses bauen. Die Schädel müssen wir halt irgendwo ablegen können, das nervt mich. Ne, gehen die nicht? Na gut, die rein werden die nicht gehen. Im Knochenkorb haben wir schon probiert, das geht nicht. Felllager ist für Felle Rüstungsgestell. Nee. Nee, kannst keine Totems mehr bauen. Ah, hier so ein brennendes Dinge oder sowas. Oder auch so ein brennendes Totem konntest du früher mal bauen. War ich der Meinung. Aber ich weiß. Ist das ein Rezept, das man finden muss? Nee, ich konntest du so bauen. Okay. Feuer. Wir können uns auch ein Leuchtfeuer genau vors Haus bauen. Deckenschädel. Kann man auch machen. Kro-
Kronleuchter aus Knochen. Oh. Ja, schade, braucht man 26 Knochen für. Bräuchte man 8 Schädel für. Weiß mich jetzt alles nicht so wieder vom Hocker. Bin und koche Essen. Finde einen Weg, die Felswände darauf zu klettern. Okay. Ach, jetzt hast du alle Stöcker, ne? Okay. Hast du es für dich noch 9 Stück ab? 2, das was hier noch liegt, wenn nicht, gehe ich gleich nochmal. Ne, ich hab auch noch dabei. Vorne. Ich müsste jetzt Baumstelle holen. Was wollt ihr machen? Ich weiß nicht, was Ellie machen will. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Guck mal, hier geht. Nee, hier geht's nicht rein. Hier gehen wirklich noch Stöcke rein. Lagerwaffenhalter, kleiner. Ja, es gibt kein Lager, wo du das Schädel reinschmeißen kannst. Das ist ein bisschen nervig. Rechtschlaglager, Felllager, Knochen. Okay, das wird gerade ein bisschen Bande hier. Einen offenen Pavillon bauen. So als richtig sinnloses. Ja. Jagdunterstand. Okay, ein Käfiggarten. Sprengstoff. Oh, sie packt die Kettensäge aus. Alles klar. Mal hören. Also die will ich auch noch testen. Nimm einen Wagen mit. Nimm einen Wagen mit. Willst du das euch mal mitnehmen? Wir nehmen 2 mit. Ja, das stimmt. Ja, komm dann. Ja, pack du den 2. ein. Gut, das geht jetzt nämlich ratzi-fratzi mit der Kettensäge. Aber da hinten ist nicht mehr viel. Es könnte natürlich sein, dass ich jetzt aus Versehen die Falle ausgelöst habe, weil ich zu doof war und wollte erst drüber laufen. Ich aber es aber rechtzeitig noch gemerkt habe und ich wieder zurückgelaufen bin. Das kann überhaupt nicht sein. Boah, ist das Navigieren scheiße mit diesem Schlitten. Cool. Ich höre dich gerade nicht. Was? Alter. Ja, aber trotzdem kann man gucken, wo man hinfällt. Noch 5 Stämme. Ja, ja. Die waren eigentlich voll. Ich hab da was Problem. Einfach um es zu haben. Falls der Chris, falls der Johannes wieder auf die Idee kommt, hier, so schnell kommt ja gar nicht hinterher, wenn wir sammeln das Holz eigentlich also schaffen weg. Ich prügel direkt mal alle Kanister. Ja. Nein, ich habe halb voll noch, ja. Mein erster Kanister. Ich habe einen Baum gefällt, das muss doch wohl reichen erstmal. Wir könnten die ganze Insel mit einer Plattform zuballern. Wir fahren erstmal, hä? Ja. Wenn der Baum nicht zerschlägt. Ding. Ich bin schneller. Nee, ich packe fest. Ja, Baumstamm. Och, Leute. Ich schub's gleich in die Falle rein. Ja, rennt mal vor, finde ich gut. Oh. Ich gerade drüber gelaufen, ich habe keine Ahnung. Alle mit vor. Hä? Wollte ich da mal irgendwie
Menge neues Holz lag, sowas. Könnt ihr neben dran noch setzen? Was voll ist, by the way. Warte. Ja, der ist cool. Der fällt. Voll Glocke. Das ist voll Laser, wie du abgehst. Boah, Gott, von dem Alter. Ja, kennst du. Ja, das kennst du noch, von Laser, wie du abgehst. Draußen steht gerade mal, hier steht ein Ast, den ich dir umdehnen kann. Wie viele Sticks brauchst du? 22 noch. Ich hab 2, da fehlen nur noch 20. Ja, ich hab jetzt gleich 2 so Baumstammleger gebaut, dann haben wir mal ein paar Baumstämme auf Vorrat hier einfach. Richtig. Wir brennen gerade einen Hase. Ich hab nichts getan. Komm, passiert. Der ist durch dieses große Lagerfeuer hier durchgerannt. Einfach mal brennt vor mir weggerannt, ey. Nee, das war ein Lurch. Okay, jetzt muss man noch holen. Fleisch. So, jetzt geben wir noch ein paar Tipps an. Ellie, soll ich nochmal kommen irgendwie dein Holz abholen? Ich glaube, ihr müsstet noch mal ein paar Mal kommen. Ich hab's gewusst. Die rasiert erst mal den ganzen Wald weg jetzt. So ähnlich? Also ja, später, ich muss gleich los, ihr macht das. Du wirst mich alleine lassen hier, Verräterschwein. Was soll das denn jetzt? Hase. Ich dachte, vielleicht das war so 2 Bäume oder 3. Oder keine 30. Selber nicht geglaubt hier. Ja, lass uns gerade mal noch die Holzleger fertig bauen. So, dass wir mindestens ein paar einlagern können. Tanzen einfach mal Salto. Jetzt hast du Bambi verschreckt. Danke. Ich? Ja, du. Ich hatte gerade Bambi vor mir. Hat sich gesehen, das weggerannt. 20. Alter, jetzt. Wie liegt denn hier bitte? Ich hab. Genau sowas habe ich erwartet, dass das so am Bock bleibt. Also war von nur eine, steht nichts mehr. War nur eine Kettensäge. Voll mit Sprit. Alles muss man selber machen. Chris, auf, motiviert. Ich habe noch ein bisschen Kanister an Benzin, also ich kann noch mal ein bisschen was fällen. So ist das ja. Nicht, ne? Nein, lass. Das heißt, Frauen hinter den Herd, nicht hinter die Kettensäge. Ja, warum wohl nicht hinter die Kettensäge? Sonst ist vom Wald nicht mehr viel da. Wir bräuchten vielleicht mal noch so einen neuen Holzwagen zum Abholen, ja, mittlerweile. Ja, ich bin schon dabei. Sonst rennst du hier noch 30 Mal. Ich bin ja doch schon dabei. Wir gehen das Holzlager fast eh schon nicht mehr rein. So, Wahnsinn. Boah. Genau aus dem Grund, warum hier alles voll ist. Plump. Wunderbar. Genau aus dem Grund, weil hier alles voll ist, wollte ich hier noch. Genau, ich schmeiß erstmal hier, ja. So, hab ich alles? Elias, hast du noch Stöcke? Nee, ne? Nee. Esper. Brauchen wir noch ein paar. Brauchen noch 16. 16 und Sie schrotet bei 7. Brauchen noch ein paar. Wir brauchen noch mehr, unsere Regale sind voll. Wir haben ein kleines Holzproblem bei uns im Lager. Findest minimal. Du? Minimal. Findest du? So, lass mal gucken. Das kann ich gar nicht verstehen, wieso. Minimal, hier liegen jetzt 2 Handwagen voll einfach im Weg rum. Hasenfelle, Kombination. Oh, stimmt, wir könnten uns ja jetzt einen Trinkschlauch machen, ne? Da war jetzt die. Ich hab schon einen.
Schalen haben. Ach, ja, ich weiß, du hast alles. Entschuldigung. Ach, warum steht nicht ein einzelner Handwagen rum? Weil Johannes keine Lust mehr hatte. Wie, was, wo, weil ich keine Lust mehr hatte. Ja, weil du keine Lust mehr hattest. Ja, und was denn? Ich weiß gar nicht, um was es geht. Da oben steht ein einzelner Holzwagen zum Holz holen. Leer. Ja, Entschuldigung, ich musste essen und trinken. Verzeihung. Gibt's nee, nicht. Geht so nicht. Nein, gibt's nicht. Erst zu spät kommen, jetzt so. Wieso? Ich war heute pünktlich. Heute. Mhm. Ja, heute. Ach, eben mal noch so nachfragen. Ja. Sieht gar nicht lustig aus hier drinne. Ich frage mich, wer das ganze Holz da hinlegt. Alter Vollidiot. Wasserschlauch, 2 Rehfälle und ein Seil. Halt hier. Plönk. Elli, warte mal, bevor du wieder herkommst. Ich würde mal ganz schnell speichern, wenn ich jetzt zurückkomme. Viel Spaß. Oder meinst du, ich komme nicht mehr rein? Da liegt alles voll mit Baumstämmen. Was ist naja. Ich muss irgendwie drehen. Ich will das oben sehen. Nein, low. Ich sammle gerade noch Stöcke, dass wir wenigstens noch 2 Dinger fertig bauen können. Ja, ich bin auch schon mal welche mitgenommen. Was wollt ihr mit den ganzen Baumstämmen hier? Weiß ich nicht, frag Elli. Bevor du wieder auf die Idee kommst, hier uns sonst was aufzubrücken, haben wir schon mal Baumstämme. Also hier hinten liegen noch 4 Stück, dann haben wir sie alle weg. Glücklicherweise. Aber mein Wagen ist voll, also einer von euch müsste nochmal her. Ich bin schon unterwegs. Ja, du bist schon neben mir, glaube ich, oder? Ja, ich bin schon an dir vorbei. 4, nochmal nicht mal 10 kann er, 5 Stück liegen ja. Ja, vor allem auch 11 und nicht 12. Die reißen das von den ganzen Wald ab. Die ganzen nicht. Können wir eine Scheiße aus Holz bauen? Ja. Ich guck gerade. Wir können. Den Pavillon. Da hätte ich gerade voll Bock drauf. Wir bauen einfach mal den Pavillon. Ja, ja, bau einfach mal den Pavillon. Ja, ich setze ihn. Aber. Hallo, ich möchte mal bitte hier rein. Dankeschön. Hallo, komm mal hoch. Nee, das würde gehen. Ich könnte nur so ein bisschen am Hang entlang stehen, hinstellen. Das kannst du machen. Warte mal, wo ist das? Kannst du ruhig ein Stück größer machen? Wir haben Holz. Wir haben genug Holz. Der hat, glaube ich, eine beste feste Baugröße. Nee, also Materialien kannst du unendlich nehmen. Also denke ich mal, dass. Nee, der Pavillon hat eine feste Größe. Die ist fix für den Pavillon. Also wir designen selbst einen, dann können wir entscheiden, wie groß er wird. Wir machen einfach 2 hin. Geht natürlich auch, klar. Also hier brauchen wir 43 Baumstämme. Ja. Wir bauen das mal ein. Aber warte mal, bevor du baust, wir schmeißen mal das Holz hier hin. Ich will noch ein Foto. Jetzt muss ich mal auf was festhalten. Warte, ich möchte auch noch mal. Oben aufs Dach und ein Foto gemacht. Am besten das andere Holz, was da drin ist. Oh, hier ist eine Echse. Moment. Ja, man muss Prioritäten setzen. Ja, ja, natürlich. Wir haben Holzüberschuss. Ein bisschen. Nicht mehr lange. Schön wird das gleich mit den Stöcken. 73 Stöcke. Ja gut, da wir jetzt aber zu dritt sammeln können. Da ist es nicht ganz so dramatisch. Ist ja immer nur mit dem Baumstamm, weil du immer nur 2 tragen kannst. Das ist ja das nervig. Okay, warte mal. So, also ich fange mal an jetzt den Pavillon zu bauen. Habt ihr alle geguckt und Foto gemacht? Ja, ich hab. Warte mal, Chris. Ja, hier. Warte mal. Ey, da draußen liegt auch noch Holz. Wollt ihr mich denn alle verarschen? Hm? Liegt auch noch mal 1, 2, 3, 4, 5 Stämme. Die 5, die ich vorher nicht zählen konnte. Ah, du machst das schon, ne? Ich geh mal Stöcke sammeln. Leute. Ja, ich geh jetzt auch noch mal eine Ladung Stöcke holen. Ja, macht ihr das. Ich 31 fehlen noch. Ich brauche hier hinten noch einen einzigen Stock. Ja, wir holen jetzt gerade nochmal. Einen einzigen. Ich kann nur 10 tragen, ich habe keinen Beutel. Mach dir doch einen. Machen. Ich kann dir keinen geben. Mach ich gleich. Ich habe gerade noch die restlichen Baumstämme aufgeräumt. Mir ist gerade langweilig.
Boah, Alter! Kommst du voll in die Eier gesteckt. Erst mal ein Schlipper zurechtgeschnippelt. Ich denke, du magst Tangas. Ja, aber ich möchte gerne selbst entscheiden, wie ich es anziehe und nicht reingeflext bekomme. Sag mal wieder Johannes. Ja? Erst legen sie mich um, jetzt ärgern sie mich auch noch. Oh, scheiße. Hast du auf mich geschossen? Hier? Nee. Ah, hier. Scheiße. Ich hab dazwischen die Beine durchgeschossen. Nein, oder? Nee, hast nicht getroffen. So, aber schön in die Eier. Was hingehängt, da könnt ihr die Schädel mal loswerden. Nein. Alter! Also ich bin meine los. Jetzt werden alle Knochen verschwendet oder was? Ach, verschwendet. Dann sind wir den ganzen Pulk voll. Ja, und dann haben wir keine Rüstung mehr. Ja, wir müssen nur bloß hinter das Haus, das rennen nur noch Zischmutanten rum. Oh, ich hab einen Vogel. Du hast einen Vogel, ja, das stimmt. Das ist schön. Wollte gerade sagen, das stimmt. Das weiß ich selber, aber Dankeschön für die Bestätigung. Ah, schade, drei Knochen fehlen. So, nochmal speichern und dann würde ich sagen. Aua. Wär mal durch, ne? Ich mach jetzt auch alle Fackeln hier an. Ich mach gerade die Falle nochmal scharf. Wenn du sie auslösen kannst. Ja. Also, ist auch nochmal. Alle Fälle von Geld. Passt. Was kostet die Welt? Weg damit. Also, nein. Brauchen wir hinten, braucht man da noch eine irgendwo neben dem Pavillon. Der ist noch dunkel. Hallo, ich möchte rein. Drück die E. Kommst nicht rein? Oh. Hallo. Immer noch eine hin. Du musst doch nur E drücken. Feuer. Standfeuer. Kann man das eigentlich auch zumachen? Also verschließen? Du musst da eigentlich gehen. Also, weiß nicht, ich weiß nicht wie, aber. Steine. Anzünden. So. Extra nochmal Steine geholt. Extra hier um. Ja, komm, erstmal. Ah, gib ihm. Sieht schon geil aus. Hier, ob wir hier eine Bank reinstellen können, die zwei Bänke? Stimmt. Das können wir mal probieren. Warte mal. Das müssen wir mal. Deko. Die wollten eigentlich aufhören. Ja, schon seit einer Stunde. Ja, was geht? Kann hier eine Bank reinstellen. Warum stehen da hier noch keine Bänke? Und warum? Hey, bin ich jetzt hier der Baubeauftragte oder was? Sonst sei mal in der Hand. So? Ich hätte es an die Seiten gemacht. Wir müssen uns ja auch das einmal hier so. So. Ja. Und einmal so, dass wir in die Mitte gucken. Gehen wir aus der Sonne hier. Halt die Fresse. Noch ein bisschen gedreht vielleicht, so ein bisschen angeschrägt. Zur Wand. So, ist das angeschreckt genug? Alter, schreit doch die Welt voll hier. Da hat Husten. Okay. Der ist Raucher. Wie denn gedreht? Ja, so, dass es halt hier sozusagen von hier nach hier so schräg geht. Achso. Sagt einfach parallel zu dem Pfosten. Sag mal. Parallel zu dem Pfosten. Du Pfosten. So. Na, geht doch. Ist gut. Ich hab meinen Platz. Warte. Zack. Hier hinten passt auch noch eine rein, oder? Wenn wir mal dabei sind. In die Mitte. Ob die passt. Zwischen die zwei Bänke? Ja. Nee. Schade. Nee, das klebt sich. Glitsch durch. Aber hier kann man noch einen hinpacken.
hole nochmal 2 Stämme. Ich glaube, nächstes Mal müssen wir erstmal wieder Holz holen gehen. Oh nein. Wieso denn oh nein? Weil wir wieder eine Stunde lang nur Holz sammeln, weil hier wieder Amok läuft. Gar nicht wahr. Jetzt hat jeder seine eigene Bank, jetzt gibt's keine Streitereien. So, haben wir irgendwie schon Wasser drin? Ah, oh, jetzt hat's natürlich nicht geregnet, ne? Aber ja, klar. Okay. So. Ach, du holst schon Holz, okay. Ja, ich muss ein paar Mal laufen. Na, wie viel brauchst du noch? 3. Und noch Stöcke. 6 Stück. Stöcke kann ich dir nicht dienen, da habe ich 0. Wir wollten fertig machen. So nebenbei. Jetzt baut ihr eh ja irgendwas Neues hin. Ich habe gerade nur noch einen Lurch geholt, weil der mir über den Weg gelaufen ist. Ist ja Wahnsinn. Warum zum Teufel sind schon wieder unsere Felle voll? Weiß ich nicht. Weil wir einen Haufen Lurchfelle gesammelt haben unterwegs. Das meiste, was da hängt, sind Lurchfelle, also Echsenfelle, aber mit denen kannst du ja nichts wirklich vernünftig basteln. Aber noch 6 Stöcker. Mich das letzte Mal ankacken, weil ich eine Steinmauer hochgezogen habe. Weißt du, jetzt selber hier. Ja, kannst du mal sehen. Na gut, gehen wir da erst mit die Sonne rein. Was soll's? Was sammelt ihr jetzt, Leute? Brauche ich keine sammeln, das sammel ich Steine. Das sammelst du Steine? Das sammel ich Steine. Aber es gibt bestimmt irgendwann wieder mal einen, der meint, ach, wir müssen die Mauer noch Blöcke hochschätzen. Ich find das immer cool, wie hart wir uns an unsere geplanten Zeiten halten. Ja. Ja, die Aufnahme ist ca. 19 Uhr, ist einfach mal 20 Uhr. Ja, super. Achso, Chris, wir wollten auch noch was aufnehmen. Also ja, da war ja noch was. Wir müssen noch was aufnehmen. Wir müssen. Solange ich nebenbei meine Pizza essen kann, ist alles egal. Jedes Mal bei Aufnahme ist Chris irgendwas Ungesundes. Fertig Pizza. Ich esse ja, immer vorher auch, davor auch schon. Also. Achso, stimmt was ja. Was hab ich denn vorher noch gegessen? Ich hatte vorhin noch einen Müller Milchreis und 2 Käsekuchen von Exquisa oder was das war. Exquisa, keiner schmeckt mir so wie dieser. Ja, die länglichen Käsekuchen, die dünnen, die sind absolut endgeil. Wenn die nicht so schweinsteuer werden. Komm, rein mal das Zimmer mal an. So, ich setz mich jetzt in den Pavillon rein, sag tschüss, machen was zu essen. Tschüss. Du stehst, Chris. Ich sitze. Du stehst. Ich hab Videobeweise. Jetzt sitzt du. Jetzt müsste ich bei Johannes stehen, da würde ich ausgehen. Ja, bei mir stehst du jetzt. Ja. Irgendwie so. Glaube ich dir das nicht. Ja, Johannes, dein Abmord. Komm, bitte. Wieso ich? Weil du sonst immer machst. Jetzt. Ja, immer. Und ich einmal die Schnauze. Du machst immer meine Atmod. Und meine auch mitunter. Zu 90%. Bei mir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Tschüss. Ich bin das hier schon vorausgesetzt. Weißt du, das letzte Mal noch Beschwerde zahlt, extra die ganze Zeit die Fresse und sagt nichts. Ich hab dich bisher jetzt eigentlich immer machen lassen. Weil ich hab mich dran gewöhnt. Ich hab mich auch dran gewöhnt. Ich mach die Anmod und der Johannes Mod macht immer die Abmod. Ja, ich hab mich da dran gewöhnt. Das hat sich anscheinend auch so eingebürgert. Ja.